Hallöchen, 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 willkommen zurück zu The Night of the Rabbit. Wir haben gerade hier den nackten, grimmigen, grünen Mann entdeckt. Was macht der denn da? Der fühlt sich völlig unbeobachtet. Ja. Kann ich die grüne Kleidung mitnehmen? Der kleine Kerl hat seine Kleidung auf den Tisch gelegt. Sie wird, die schnapp ich mir. Genau. Hacke Peter und Ziegendreck! Du kannst mich ja sehen! Ja. Was willst du von mir? Ich, suche ein Baumportal. Du willst in meine Welt einbrechen? Und ich soll dir noch dabei helfen? Mieser Erpresser! Oh, komm. Ich, Okay, okay. Du lässt mir keine Wahl. Leg meine Kleidung zurück und dreh dich um. Dann helfe ich dir. Und hör auf mein Kleeblatt zu starren. Ihr... Oh. Da wird er ganz rot, der Jerry. Okay, ich wollte gerade sagen, ihm würde ich nicht vertrauen, schon aber... besser. Na, dann tritt mich doch ein Schaf. Wo ist denn mein Hut? Den hab ich noch. Profi-Erpresser, was? Ja. Nun gut, triff mich bei Nacht oben auf dem Rathaus. Dann zeige ich dir den Weg in meine Welt. Aber bring gefälligst meinen Hut mit. Okay. Das können wir ja ganz... Profi-Erpresser? Ich will doch Zauberer werden. Ach, du bist... Was treibst du da, Junge? Nück. Das klingt nach schlimmen Selbstgesprächen. Quatsch! Hier war ein kleiner grüner Mann, den nur ich sehen kann. Alles klar. Hoffentlich ist der nicht gefährlich. Was? Nee, nichts. Zäh, gemeiner Gronkh. Der kleine Mann in Grün wartet bei Nacht auf dem Baum hinter dem Rathaus, aber da oben ist es ganz schön duster. Auf dem Baum hinter dem Rathaus. Wahrscheinlich heißt das, ich kann jetzt nicht einfach so... Probieren es einfach mal. Ich lese einfach nochmal mein schönes, spannendes Buch, auf das es Nacht werde. Und dann schauen wir mal, ob wir den grünen Mann in Grün irgendwo finden können. In die Stadtmitte, wo... Den Baum hinter dem Rathaus. Hallo, hier. Muss man aber hier durchgucken? Nee. Doch, da oben. Hallo, grimmiger Mann in Grün. Ich glaube, für eine richtige Unterhaltung muss ich da irgendwie hochkommen. Was? Unheimlich großer Baum. Eine ganze wer sich da oben in der Krone des Baums... Ja. Wie, aber... Huch. Aber wie soll ich denn da hochkommen? Mit dem Wurfanker. Ich bin besser vor... Ja. Ich bin... Hier. Ich bin besser... Manno. Schlüsselförmiges Uhrenteil. Ja, toll. Tolle Wurst. Das ist echt so ein Spiel... Ey, ich habe ein Rätsel gelöst. Oh nein, 35 andere wurden gerade gestartet. Also, nicht, dass ich das jetzt nur schlecht finde. Auf gar keinen Fall. Aber es ist halt... Milch. Es ist doch teilweise etwas frustrierend. Jetzt habe ich mich. Gut, und da wir gerade hier sind, gehen wir mal schlafen. Da müssen wir nicht nur lesen. Wir können nicht immer nur lesen. Wir müssen auch mal schlafen. Ich bin schon wieder so... müde. Leg dich hin, ich bin auch müde. Buchlesen geht echt schneller als schlafen. So, dann haben wir jetzt die Milch. Mit der Milch gehen wir frisch, fromm, fröhlich, frei zurück zu Anja. Hallo? Achso, ich darf nicht so weit hinten klicken, scheinbar. Hämmern, werkeln, jeden Tag, das ist, was der Igel mag. Anja! Sekunde! Anja! Willkommen zurück. So, bis später. Pass auf dich ab. Ja, ich wollte dir doch hier die Milch geben. Milch. Eine Zutat für die Torte. Exakt. Vielen Dank, mein Krokantküstchen. Sehr gerne. Es fehlt nur noch
Eine Handvoll süßer roter Beeren. Ja, die muss ich jetzt noch finden. Ich will diesen Schlüssel haben. Nimm ihn mit. Den Schlüssel lasse ich. Ich will Magen. Manu. Hierzulande wird man bestimmt. Hey. Kann ich mit ihr nochmal reden? Ich weiß genau. Komm bald, solange passe ich. Naja, pass mal auf den Garten auf und ist abgeschlossen. Ja. Zu. Die Maus mit dem Rucksack? Vielleicht kann ich die Maus irgendwie da. Dann könnte ich da. Ah, warte. Schlüsselfüllen des Uhrenteil? Zu. Die. Also geh doch nochmal raus, Maus. Schon eine Idee. Können wir das denn vielleicht einfach da hinhängen? Nee. So können wir jetzt vielleicht austauschen. Ich habe das Uhrenteil über den Schlüssel gehängt. Ich dachte eigentlich an austauschen. Naja, vielleicht lässt sie so die Tür auch offen. Müsste sie eigentlich, weil sie greift dann schon dahin und nicht nur das Teil. Sie hat das Uhrenteil statt des Schlüssels benutzt, ohne es zu merken. Die Tür ist jetzt offen. Danke. Jetzt könnte ich sogar durch die Hintertür ins Café kommen, wenn keiner hinguckt. Captain Obvious. Wunderbar. Die Maus hat das... Die Tür... Ja. Aber sie guckt gleich wieder rüber. Jetzt kann ich nicht in den Garten. Okay. Kann ich denn dadurch jetzt vielleicht nachts in das Café und mir da frischen Kaffee holen? Ich weiß nämlich jetzt auf Anhieb nicht mehr, wo die Maus mit Rucksack nachts ist. So, dann müssten wir jetzt hier nach hinten. Jetzt hier durch. Yes! Hallo, Waldschrat. Oh. Hallo, du. Hi. Du bist wohl auch gerne nachts unterwegs. Ich liebe die Stille von Orten wie diesen bei Nacht. Dann kann man das Wispern von verborgenen Geschichten hören, die sich hier und dort verstecken. Ich habe eine besondere Geschichte für dich. Es geht um Mäuse und Eichhörnchen und den Wald. Okay. Möchtest du sie hören? Der Waldschrat hat dir eine Geschichte gegeben. Um sie dir anzuhören, klicke auf Bonussammlung im Inventarspielmenü. Ich denke, es ist eine Geschichte, die auch auf der Hörspiel-CD drauf ist, weil da ging es auch um Mäuse und Eichhörnchen. Und es ging, um kurz mal zusammenzufassen, es ging darum, dass sich die Eichhörnchen ein bisschen darüber aufgeregt haben, dass der Wald Mäusewald heißt. Mäusewald heißt der Wald und Mauswald die Stadt, weil ja auch Eichhörnchen in dem Wald leben. Warum heißt er dann nicht Eichhörnchenwald? Da ging es dann darum, da leben so viele Tiere drin und nicht nur Mäuse. Gefällt dir meine Geschichte? Zwischen den Welten finde ich oft Seltsames. Splitter von Geschichten, die in Vergessenheit geraten sind. Verloren gegangene Anfänge. Und Enden. Vielleicht gibt es auch etwas, das du vergessen hast. Vielleicht kann ich etwas für dich wiederfinden. Das wäre super. Darf ich auch was sagen, oder? Was für eine wunderbare Nacht. Habe ich dir schon gesagt, wie sehr ich die Nacht liebe? Ja, hast du. Okay. Da was anderes Interessantes, Bestimmungsblatt, Radio, Freundeapotheke. So, aber dann holen wir jetzt nochmal einen Kaffee. Einen heißen Kaffee. Einmal heißer Kaffee. Ganz genau. Schade, dass... Ja, sehr schade. Und eine Treppe? Da hängt ein Schild. Ist mir noch nie aufgefallen. Dachterrasse gesperrt. Gefahr der Entführung durch Krähen. Hab ich das doch schon mal gesehen? Das klingt nicht gut. Nee, klingt nicht gut. Hier vorne komme ich jetzt auch nicht raus. Die Tür? Ja, genau. So. Sag nicht, der Kaffee ist abgekühlt. Nein, er ist heiß. So, lieber... Ich habe hier ein kleines Geschenk. Liebe Kanoniermaus, ich gebe es dir erstmal ohne Baldrian-Tropfen, weil ich einmal nur nett sein möchte und dir einfach nur einen Kaffee gebe. Oh, was für ein Duft. Ja. Frisch gebrüht. Oh, ja. Boing. Boing. Danke, danke. Danke! Das sollte jetzt doch ein paar Minuten vorhalten. Aha! Ja, ja!
Melde dich nicht freiwillig für die Nachtschichten, haben sie gesagt. Nicht in deinem Zustand. Haha. Aber wer, wenn nicht ich? Und seht mich jetzt an. Das Feuer des Ehrgeizes in den Augen entflammt. Darf ich jetzt die Kanone benutzen? Niemand darf die Kanone benutzen. Okay. Naja, jetzt bist du ja wach genug, um das sicherzustellen. Versuch aber am besten keine Schäfchen zu zählen. Schäfchen? Watte weiche Schäfchen. Ich finde übrigens die Synchronstimme von dieser Maus verdammt cool. Da muss ich nachher nochmal im Buch gucken, wer das ist, weil die Stimme gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und das muss ja auch mal anerkannt werden. So, dann zapfen wir nochmal einen Kaffee. Kann ich eigentlich überspringen irgendwie? Ein. Zumindest das, was Jerry sagt, kann ich überspringen. Die Animation nicht. Schade. So, dann Baldrian-Tropfen. Huch, der Ein paar Tropfen sollten reichen. Der Schrat ist weg. Ey, Schrat. So, dann hier wieder raus. Und hier wieder hoch. Ich habe noch einen Kaffee für dich. Ich habe hier ein kleines Geschenk. Oh, was für ein Duft. Frisch gebrüht. Ich weiß zwar gar nicht, warum wir die Kanone abschießen wollen, aber wenn es geht, warum nicht? Oh, ja. Boing. Boing. Das war ich. Na? Er ist eingeschlafen. Diese Baldrian-Tropfen sind echt stark. Ja. Langsam bekomme ich aber ein schlechtes Gewissen. Na, wer weiß. Naja. Wahrscheinlich tut ihm eine Mütze voll Schlaf ganz gut. Ich glaube auch. Obwohl, wahrscheinlich nicht während seiner Nachtschicht, aber im Prinzip ja. Ist hier irgendwas? Nee. So, kann ich jetzt hier, nehmen wir mal Erbsenkugeln? Die schießen hier mit Erbsen auf Krähen. Immerhin netter, als mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Wollte ich gerade sagen. Aber auch Erbsen feuere ich lieber nicht wild durch die Gegend. Für Mäuse und Eichhörnchen können die bestimmt auch schon ganz schön gefährlich werden. Aha. Jetzt zielt die Kanone in die Baumkrone über der Stadt. Schießen wir. Die schießen nicht immerhin, okay. Aber mit unserem harten Stück Käse können wir vielleicht den grünen, garstigen Gnomen vom Baum schießen. Nein. Schade. Manu, ich fand das gerade so super. Mit Hagebutten. Hagebutten sind. Manu. Ich kann nur immer hin und her drehen. Kann ich jetzt hier mit meinem Käse auf die Felder schießen? Nee. Schade. Aber so macht es eigentlich Sinn. Jetzt. Oder kann ich jetzt hier den Anker schießen? Ich bin... Ja. Das wäre auch krass, wenn er das jetzt gemacht hätte. Tja. Gucken, was sonst noch so nachts hier abgeht. Ah ja, genau. Die arbeiten ja dann. Ach, jetzt ist er hier. Hallo, Waldschrat. Oh. Hallo, du. Hallo. Wusstest du, dass der Mond für Ebbe und Flut verantwortlich ist? Ja. Mein alter Freund, der Mond, hat aber nichts mit dieser Überflutung hier zu tun. Und auch nicht mit den wilden Krähen, die diese Gegend am Tage heimsuchen. Siehst du die Lichter jenseits des Flusses? Dort liegt der Anfang der traurigen Geschichte für die Tiere von Mauswald. Ich hoffe, dass sie ein gutes Ende hat. Können wir nicht etwas tun, um zu helfen? Hallo? Ich fürchte, das liegt nicht in unseren Händen. Aber warte, lass mich dir eine schöne Geschichte erzählen. Aus den Zeiten vor der Überflutung. In ihr besucht der alte Magier von Mauswald das Postamt am Fluss, lange bevor dieser über die Ufer trat. Möchtest du sie hören? Yay, noch eine Geschichte. Gefällt dir meine Geschichte? Zwischen den Welten finde ich oft Seltsames. Splitter von Geschichten, die in Vergessenheit geraten sind.
verloren gegangene Anfänge. Und vielleicht gibt vielleicht... Ja, aber du findest ja nichts. Also, ich guck mal eben die Bonussammlung. Hörbuch. 8 Geschichten aus dem Mäusewald. Von Matthias Kempke. Gelesen. Ja, okay, es sind die... 1. Geschichte. Von Mäusen, Eichhörnchen und dem Mäusewald. Ja, es sind die Hörspielgeschichten, die auch auf der Extra-CD drauf sind. Gut, dann weiß ich Bescheid. Ja, hier weiß ich nur nicht mehr Bescheid. Wir werden beim nächsten Mal weiter zusammen weitersuchen. Weiter, immer heiter, weiter. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüsschen.